Da müssen wir aber ganz weit zurücklaufen mit der Kochstation. Und da vorne ist irgendwas. Bienenschwarm. Bienenschwarm? Ja, bei mir wird gerade angezeigt, dass irgendwas Rotes war gerade Bienenschwarm. Na, wahrscheinlich wie vorhin die Hecke. Hecke. Ha, eine Hecke hat mich befallen. Ich meine, wie die Zecke. Achso, das kann sein. Die Heckenzecke? Ja, die wilde Heckenzecke. Da, hier ist eine Kiste. Schere, Schießpulver, Schraubenschlüssel. Du Bitte. hast wieder mehr gefunden Hast du als die ich. Kiste gesehen? Ja, habe ich. Habe ich auch gelootet. Du Okay. mit deinem Glück findest gleich wieder mehr da drin. Ich habe das ja erhöht, das Ja, Glück. deswegen sei ja, findest Wobei gleich ich wieder eben mehr auch da. erst die Skillkarte tatsächlich, wie heißt das, Entzünden? benutze. Okay. Also ich habe sie zwar irgendwie geskillt, aber nicht eingesetzt oder so. Splittergranate. Schraubenschlüssel, leerer Blutsack. Oh, was ist da drinne? Wassersensor. Holoband besorgen. Okay. Oh, da ist noch was unten. Ach nee, das ist das Auto, was da durchgestürzt ist. Ich höre Wassergeräusche, wenn ich hier durchläufe. Ich sehe nur kein Wasser. Oh, ich werde Nein. verstrahlt. Nee, bei mir wird das Wasser irgendwie nicht angezeigt. Ich kann das trinken, Ja, aber dann kriegst du ich werde Vergiftung. verstrahlt. Ja. Warte, ich muss mal eben kurz. Du musst mal eben kurz, also Ja, bitte nicht ich, ins nein, ich Wasser, will in die toll. Optionen reingucken. Meine Güte, wo war denn das jetzt noch? Social? Nee, Quatsch, nicht Social. Z war das. Z-Menü. So. Kann wieder weg. Z. Oh, hier läuft ein Verbrannter rum. Ja, dann mach ihn tot. Ich kann gerade nicht. Okay. Water Quality ist auf High. Aber ich sehe es nicht. Läuft er weg? Läuft er nicht weg? Ich hab dich doch nur angeschossen. Hier Ah, laufen die mehrere Verbrannte Pistole. rum. Ach ne, hier läuft noch ein anderer Oh. Spieler rum. Der hat auch auf mich geschossen. Sacre bleu, mon Dieu. Oh, sacré bleu, sag ich doch. Warum habe ich denn schon wieder nicht die Waffe, die ich haben wollte? Ach, da unten 6, die will ich dann ausprobieren. Bauplan Kurz das Jagdgewehr mal Scheunenset. ausprobieren. Ich habe einen Bauplan Scheunenset gefunden. Toll. Ich krieg da nur Schießpulver, Schraubenzieher. Hier hinten ist noch ein Zelt. Hier liegt jemand. Schwacher wilder Gull. Oh, ein Fernglas. Wofür auch immer man das Fernglas gebrauchen kann. Hier stand einer drinne. Ein Verbrannter. Ein Verbrannter. Der hat ein Beil. Im Rücken? Nee, einfach nur so. Ach so. Unser Leck. Ja, jetzt muss ich noch mal gucken, was ich Schönes gefunden habe. Alles. Gegenstand. Waffen. Hier sind Fernglas. Gegner. Das Fernglas ist. Ja, ich komme. Escape gedrückt. Super. Alter, ist das. Braucht er ewig. Wo ist er denn? Nee, der hat Kreide dabei gehabt. Yay, Kreide. Oh, ach, versteinerte Leiche. Okay. Die sind radioaktiv, geht da nicht so tief dran. Ja, danke. Ja, ich habe das auch erst gerade festgestellt. Erst macht er sie kaputt und dann. Oh, komm, hier ist eine Kochstation. Du Oh wolltest doch ja, kochen. oh ja, herrlich. Oh Ich ja. brauche ja, ich brauche dringend was zu futtern. Aber kann ich. So, alle Nahrungsmittel gegrillt. Ja, Futter brauche ich auch Fleisch, langsamer. gegrillter Hirsch, jawohl. Anfertigen. Das Einzige, was mich jetzt wundert, ist, ich habe ein Fernglas aufgenommen, aber es ist. Weg. Nee, es ist nicht. Es leuchtet nicht grün, sondern es leuchtet dunkelgrün. Also nicht hellgrün, sondern dunkelgrün, Dann als ob ist man es nicht so auswählen könnte. es wahrscheinlich kaputt. Nö. Schaden, Feuerrate beim Fernglas. Finde den Fehler. Kann ich auch was kochen? Ja, Katzenfleischsteak.
anfertigen. Köterkeule. Ja, klingt doch auch lecker. Das siehst du, wenn ich schon koche, dann sollst du vielleicht auch essen. Hm? Eichhörnchen am Stiel. Ja, nehmen wir mal. Tattoo-Saft kann ich herstellen. Also für mich als Unwissenden, was ist das denn da unten rechts für eine Anzeige? Alles. Wo, welche meinst du? Und rechts. Essen, Trinken und AP, also Aktionspunkte. Beispielsweise Sprintzeit oder wenn du... Es gibt noch so einen anderen Modus, der nennt sich Fass- oder Wes-Modus. Der hilft dir beim Zielen. Da kannst du gucken, wo ein Gegner am verwundbarsten ist. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, welche Taste das war. So. Ja, und dann... Oh ja, die Köterkeule hat ja aber richtig was gebracht zum Essen. Ich hab kein Wasser mehr. Ich geh hier doch an den Bach. Ja, ich will mich ja nicht vergiften. Also am liebsten nicht. Oh, hier ist ein kaputter Mr. Farmhand. Jetzt ist er auf jeden Fall sehr kaputt. Fleischrot 3. Den Rest schaut euch bei YouTube an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir ebenso. Ja, danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis denn. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss. Chris. Oder sind wilde... Ja. Was auch immer. Ich nehme den linken. Wenn ich nicht daneben schieße. Oh, ich auch. Nein! Was war dein? Danke. Fleisch vom Wildhund, dann können wir es gleich wieder kochen quasi. Können wir uns gleich noch über einen Grill ziehen. Ja. Aber Wasser ist eigentlich viel wichtiger, wir brauchen Wasser. Oha. Hier ist noch eine Kiste. Kiste? Ich finde, man kann die Kisten nicht immer gleich öffnen irgendwie. Ich muss da irgendwie ganz blöden Winkel hingehen. Oder es liegt daran, weil ich hier mit der anderen Perspektive gucke. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also ich spielst du in Third Person? Ja, habe ich eben die ganze Zeit, aber... Ich spiele die ganze Zeit in Ego. Ich bin das gewohnt, so in Ego. Aber ich finde beides mal nicht verkehrt. Sowohl die eine Perspektive als auch die andere. Okay. Ich finde es immer schön, dass man den Charakter sieht. Deswegen habe ich auch extra mal einen weiblichen Charakter gewählt. Molotow-Cocktail war da drinne. Ein Molly. Guck mal, hier ist nochmal eine Kochstelle. Ach nee, ist eine Schaukel. Lol. Was von hier ist Wasser. Oh, so. Hier ist eine Pumpe. Ja, aber das ist... Ich will ja quasi Wasser abkochen, quasi, möchte ich gerne. Weil hier, wenn wir hier von trinken... Ja, ich sehe es gerade. 5 Red. Genau, vergiften werden wir zwar nicht mehr so durstig, aber wir vergiften uns ja. Ja. Oh, neues Gebiet erkundschaftet. Und daneben. Hier ist ein wildes Opossum. Wildes Opossum digitiert zu. Opossumfleisch. Mülleimer mit Bärenschutz. Wow. Schachtel Zigaretten im Zigarettenautomaten. Billarddreieck. Ja, braucht man ja auch unbedingt. Aber es kann wahrscheinlich alles zerlegen, ne? Wahrscheinlich. Oh, jetzt hat sich das Spiel bei mir am Mega-Leck gehabt, gerade mal. Okay. Hundenapf. Bei mir war gerade nicht Leck, aber... Ein großer Windstoß im Hintergrund zu hören und dann hast du genau in dem Moment gesagt, jetzt leckt's aber. Okay. Also bei mir war tatsächlich so ein Mega-Lag. Schlosshammer. Eiskühler. Oh, was gibt's hier? Workout-Notizen. Nehmen. Herausforderung abgeschlossen. Sammel eine Wackelpuppe und ein Holoband und... Aha, okay. Warst du hier auch bei hier schon drin, wo ich jetzt gerade bin? Nee, war ich noch nicht. Ich komme gleich. Ich bin jetzt gerade nach oben gegangen. Ich dachte, ich guck mal, ob keiner guckt. Ich finde hier kochintensiv, Gemüsestärke und sowas alles. Ich komme noch mal eben schnell runter. Wo war das?
Irgendwo hier hinten. Rechts rein. Nee, ja, links. Ja, oder so durchs Fenster geht natürlich. Aber ich kann einen Rettungsring nehmen. Hier wird noch. Toll. Hier wird mir noch irgendwas Gefährliches angezeigt. Wo war denn das gerade? Da. Da hängt noch eine Karalage an der Wand. Echt jetzt? Ja. Habe ich nicht gesehen. Also ich muss sagen, die Steuerung ist in der Ego-Perspektive tatsächlich besser. Ja. Ist auch irgendwie, er reagiert auch schneller, finde ich. Vom Bewegen her. Ja, die ist ja auch einfach so dafür gedacht, dass man halt egomäßig durch die Gegend stolpert. Ja. Da hinten war ich noch nicht. Vorkriegsgeld. Was soll ich eigentlich mit dem ganzen Vorkriegsgeld? Also bei Fallout 4 gab's einen Typen, der sammelte Vorkriegsgeld, weil er noch an die Währung geglaubt hat. Und hat die dann umgetauscht zu Kronkorken. Ob es das nachher sowas hier auch geben wird, weiß ich nicht, aber... Und die Kronkorken sind wiederum dafür da, denn... Bei Händlern... ...besondere Sachen zu machen. Ja, beispielsweise bei Händlern dann auch Sachen zu machen, wenn es denn hier Händler gibt. 160 Pfund ja. Langhantel hast du einfach weggeschmissen. Nee, die habe ich nicht weggeschmissen, die lag da schon. Weiß ich warum. Weil so 160 Pfund wiegt. Ja, aber die könnte man auch theoretisch zerlegen. Und dann hast du 160... von Schrott. Also jetzt bin ich tatsächlich auch mal überladen. Jetzt zeigt das nämlich unten rechts auch an. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Zollstock. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo. Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Okay, schmeißen wir mal die Hampe wieder weg. Hantel. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Wurm. Toll, wo ist jetzt die blöde Hantel? Als ich davon geträumt habe. Wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Oha! So ein Gerät habe ich seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Lessa meinte, sie hat meine erste Aufnahme verloren. Wo bist du aktuell? Ach, da hinten schon. Mein Name ist Colonel. Die Bomben fielen, als ich noch ein Kind war. Mein Vater ist im Krieg gestorben. Alles ganz normal also. Bist du hochgelaufen? Ja. Lassa hat mich gefunden, als ich 13 war oder so. Sie brachte mich zu den Respondern, die mir alles beigebracht haben. Und Schraubenschlüssel, Vorkriegsgeld, meine Güte, so viel Geld. Seit 5 Jahren bin ich nun selbst ein Responder. Ich helfe Kindern, die ihre Familie verloren haben. Bring sie in Sicherheit. Raidleiche, Root X. Und bin wie ein großer Bruder für sie. Spielzeugtruck. Aber wir finden jedes Jahr immer weniger neue Leute. Spielzeugauto. Hier draußen steht es nicht zum Besten. Selbst Nahrung und Wasser zu finden. Sammel die abgeworfenen Vorräte ein. Hier ist eine Schlammbohne. Ja, die habe ich schon. Okay. Wir dachten, dass alles anders laufen würde. Wie dem auch sei, in 10 Jahren bittet mich Dasa vielleicht wieder eine dieser Geschichten von Überlebenden auf. Bis dann. Peace, Appalachia. Hier ist ein Safe mit ziemlich viel Loot. Ja. Und Munition. Und Blumen in einem Babybett. Und. Wo ist der Safe? Der hier hinten drin. Warte, da, also da hinten. Wo bist du? Hallo? Guck mal. Ja, warte, hier ist auch noch was. Zigarettenkiste. Da hinten drin. Und ich glaube, ein Brahmen heißen, glaube ich, die Kühe. Hier irgendwo hinterm Haus. Hier ist der Safe leer, toll. Okay. Hier ist ein Braum-Meme. Das erschieße ich jetzt, weil ich das Fleisch will. Oh, jetzt ist es wütend. Jetzt ist es tot. Oh, hier ist noch ein Braum-Meme, Alter. Oh, Kuhfleisch. Incoming.
voll eklig, ey. Ja, mutierte Kühe. Lecker, lecker, lecker. Und noch ein Holoband. Hier ist ein Truck mit zwei Bären. Hier ist auch ein anderer Spieler. Hallo. Hier kann man irgendwas ganz Tolles machen, glaube ich, weil hier stehen irgendwie mehr Leute. Wir können uns gleich eigentlich mal um eine Quest kümmern, ne? Ja. Entweder Aufseherin hinlaufen oder die sonstige habe ich noch, sammelt die abgeworfenen Vorräte. Was kann man hier? Selbstbedienungskiosk. Wo bist du jetzt eben reingegangen? Hier oben? Oben und dann runtergegangen. Übertragen okay. Kurs auf externe Helfer abgestanden, wenn ich die Weise nochmal zu erhalten. Okay. Okay, noch ein. Hier kannst du eine Quest holen an dem Terminal. Ein Küchenterminal. Da war ich noch nicht dran. Anmeldung, wann stoppen? Ah, hier ist ein Revolver drin. Oh, hier ist Fleisch drin. Lol. Selbstbedienung, Registrierungs... Kann ich eigentlich schon wieder aufsteigen? Bestimmt. T-Skills. Ich bin immer noch Level 2. Nee. Ja, ich auch. Ah, es mich wundert, dass unten die Anzeige. Das ist das. Achso, okay. Oh, Waffenterminal. Ich kann Zeug herstellen. Wunderbar. Aber erstmal Gegenstände verwerten. Gesamten Schrott. Drückst du mich hier einfach zur Seite? Ernsthaft? Ach, jetzt ruft er an. Okay, jetzt muss ich mal eben Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Du hast dein Mikro noch nicht gemutet.
So, ich bin grundsätzlich wieder. Du hast mitgehört wahrscheinlich gerade, ne? Ja, sag ich ja, du hast dein Mikro nicht gemutet. Ja, ich habe die Kopfhörer natürlich abgenommen, weil ich kam nicht so schnell auf die Tasse. Oh gut. So, aber auf jeden Fall bin ich wieder. Da. Jetzt steht hier jemand anders bestimmt vor mir gerade. Ja. Ich habe einen Injektor hergestellt. Ein Impro-Revolver, der auf jeden Fall besser ist als den ich schon hatte. Okay. Hier stehen ein paar mehr. Weil der natürlich neu ist. Hier stehen ein paar mehr Leute. Der sieht doch schick aus. Ja. Hast du da auch Zeug dafür? Ich will's nicht. Ja. Ach, das ist Injektion. Da kann man irgendjemanden mit betäuben. Ja, das ist ein Betäubungsgewehr. Du hast einen Spritzenschießer. Geilen Revolver. Quest begonnen. Hier ist eine Bastelwerkbank. Was kann man hier basteln? Ach, Munition, okay. Minen. Patronen, Munition. Ja Mensch, wenn ich jetzt noch wüsste, welche ich brauche. Und ich mir welche basteln. Das ist so wieder totale Reizüberflutung irgendwie. Ja, ist auf jeden Fall eine Menge, was man machen kann. Oh, ich kann ein Visier bauen. Sehr gut. 308 brauche ich. Reflexvisier. Also 308 und 45 brauche ich auf jeden Fall. 38 auch. Pistole. Ich baue mir jetzt ein Sniper-Gewehr. Was ist denn das hier? Nein, ich kann meinen. Hier gibt's an der Station kannst du auch noch umbauen. Oder okay. Verändern quasi. Also ein anderes Visier aufsetzen und Mündungsfeuer bremsen und keine Ahnung. Cool. Alles Mögliche kannst du. Was habe ich jetzt? Habe ich hier Repetierpistole, Impro Revolver. Den kann ich. Guck mal, Leuchtfackeln kann ich herstellen. Machen wir das doch mal. Injektormunition. Ah, oh, hoppala. Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Okay. Aufwerten oder modifizieren? Was hast du modifizieren? Genau. Ja, was haben wir denn hier schön? Achso, die anderen Sachen kann ich ja dann noch verwerten. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also 308er brauche ich. Okay. Kurzgewehrjagd. Modifizieren. Standard. Oh, habe ich gar nichts, was ich drauf bauen kann. Keine Mündungsbremse. Oh. Ja, du kannst. Ich glaube, ich könnte jetzt eben auch nur meinen. Mein Impro-Revolver konnte ich noch mit dem Visier ausstatten, was eigentlich nichts anderes als eine Metallhülse ist, wo zwei Schrauben von links und rechts reingedreht sind, sehe ich gerade. Und mein Jagdgewehr hat jetzt einen langen Lauf. Wegen Genauigkeit und so.
Ach so, wenn ich da draufklicke, kann ich denn in den gehärteten Verschluss machen. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Reflexvisier. Oha. Mein Name ist Dasha. Machen wir das doch mal. Und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war verlängerter Standard. Jetzt fehlt mir wieder das. Aus Ruinen wieder aufzubauen. Mehr und mehr Überlebende um uns scharten. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten. Oh, jetzt leckt's gerade wieder. Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur zwei Reservierungen gewährt. Weigerte mich mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Bord. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Geil. Hast du irgendwas abgeschlossen? Ja, der erste Kontakt. Ich wusste zwar nicht, dass wir gar nicht in dem Gebiet sind, aber... Guck mal, ich habe da noch Dings auf ein Dings gebaut. Das sind wir wieder, beim Dings auf ein Dings. Ja, ich habe da so ein Ding. Visier raufgebaut, mit zwei Schrauben drin. Ich glaube, das ist das, was du auch gebaut hattest, kann es sein. Das Reflexvisier. Genau, ja. Hm. Ich war, glaube ich, gar nicht in der Kirche drin. Oh, hier! Versteck des Aufsehers. Hast du das gesehen? Ja, ich glaube ja. Warte, ich bin gerade noch dabei. Da war so richtig viel in so einer riesen Kiste drin. Achso, das habe ich ja. Muss man diese Holo-Bänder eigentlich jedes Mal mitnehmen? Ich glaube ja, also wenn man sie abspielen will. Ja, wenn du in der Kurve bist, ja gut, habe ich ja gemacht. Achso, man kann die da drinnen laden, jetzt verstehe ich das. Genau. Da gibt es keine Verbesserung für, oh Gottes Willen. Gegenstandsbelohnung? Hast du schon wieder was abgeschlossen? Nein, das war jetzt das große, dieses Event. Ach so. Was passiert jetzt ist. Ich Stufe 3. Ja, ich auch. So, was nehme ich jetzt als nächstes? Stärke oder? Ne, ich nehme jetzt auch mal Luck. Schnorrer, willst du was für Munition beim Durchsuchen von Munitionsbehältern zu finden? Schirmbehälter. Ach nee, dann will ich das doch nicht. Was hier noch? Agilität. Punkte, wenn deine Gesundheit weniger als 20 beträgt, die Chance und 20 Sekunden automatisch ein Simpack. 9. Intelligenz.
In einem Team erhältst du 5% mehr EP, wenn du in den. Also steigen wir schneller auf. Cool. Oh, das ist auch nicht schlecht. Strahlung, Essen, okay. Bleimagen oder Dromedar. Alle Gegenstände löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Ist auch nicht schlecht. Ist alles nicht schlecht eigentlich. Jetzt auch mal. Dann nehme ich Charisma. 5% mehr EP. So, jetzt wollen wir eben hier das bewerten alles. Hier zeigt er mir das Fernglas wiederum an. Merkwürdig. So, ich gucke jetzt mal, was wir an Quest machen können. Sammel die abgeworfene. Sammel die abgeworfenen Vorräte ein, oder? Wir sind hier schon optimal. Suche einen Aufenthaltsort. Suche ihren Aufenthaltsort im System. Okay. Ich brauche noch eine Schraube. Toll. Hm. Verdammt, wen soll ich denn suchen? So, bist du denn? Ich suche hier gerade im System nach einem, was ich nicht aufgepasst habe. Ach so. Nach einer Person. Nach dem Dings. Waffenwerkbank herstellen. Ist das das gleiche, was wir schon mal hatten? Ach so, ja. Bohrwaffen, Kampfstab. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Glaube ich. Suche einem nahegelegenen Flucht nach Geisha. Kommst du mit? Ja, sofort. Ich wollte hier neben noch mal looten. Hier war ich noch. Achso. Ja, dann können wir auch in die Richtung. Jetzt muss ich kurz über den gucken. Ne, ist beides in die andere Richtung. Na, hier schon. Hier ist noch Fleisch. Apropos Fleisch, ich muss essen. Jetzt sollte ich noch mal. Ist hier immer noch ein Kochtopf? Man Nahrung herstellen kann? Keine Ahnung. Die Waffe ist cool, die ich hergestellt habe hier. Salz, das ist bestimmt auch nicht verkehrt, das zu haben. Unterm Grill lag eben Salz. Gut, woran erkenne ich denn jetzt meine Mission? Ist das der Stern? Genau, dieses gelbe Viereck. So, dann ich folge dir unauffällig. Ach, hier ist ein Kochtopf. Kann ich nochmal Fleisch machen. Ribeye Steak, Köterkeule, jo, einmal her damit. Nimm mal rein.
Boah, da war aber einiges an Fleisch, was ich jetzt gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch eine Menge machen. Ich kann echt eine Menge machen. Köterkolle kann ich vor allem nicht mehr machen gerade. Muss ich mal wieder was trinken? Hundefutter in der Dose. Yummy! So. Dann lass uns nach da unten gehen. Ja. Und hier ist der erste Punkt, wo wir hin sollen. Das ist hier Kendra. Die haben wir jetzt gerade gefunden. Also, Dasa hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahen. Wir müssen nach oben, ne? Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Es sind so viele Punkte. Sternchen. Dann mal zu den Sternchen. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool. Der dichteste ist da. Eltern nicht überlebt hatten. Du musst eine Wasserprobe. Teste eine Wasserprobe aus dem Fluss. In einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Rad zu retten. Ja. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Sammel. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle, offene Küchen, medizinische Versorgung, Schutz. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Gott, die sammelt bei mir immer noch. Das Wasser ab, ja. Aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Teste eine Wasserprobe, oder? Wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Wir müssen hier auch noch in das Haus rein. Sehe ich gerade. Warum will er das denn jetzt hier nicht machen? Wo ist hier? Da hinten. Ich hab dich aus den Augen verloren gerade. Ich bin ja schon zu dem anderen hingelaufen. Okay, aber das, der Punkt wird immer noch angezeigt. Ja, eben. Sag ich ja, irgendwie wollte er das nicht machen. Okay. Warum auch immer. Hinter dir? Baumwollgarn. Kochstation. Also bei mir hat das jetzt gemacht. Ist es bei dir jetzt auch verschwunden?
Ja. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich beide machen. Das kann sein. Jetzt müssen wir noch... Wo müssen wir jetzt noch hin? Da hinten irgendwo hin. Analysiere die Ergebnisse des Wassertestkits in Keschers Labor. Na, da müssen wir jetzt wahrscheinlich in die Kirche zurück. Ja. Ich habe das Fast-System immer noch nicht aktiviert, das will ich auch noch mal machen. Ja, dann müssen wir da oben hin, zum Analysegerät. Analyse benutzen. Analyse. Wasserprobe analysieren. Oh, hier geht's schmutzig, hoch. Ernst. Schon hier oben? Daten geladen, okay. Nee, da war ich noch nicht. Hier ist eine Laborstation. Ohne Zahnbürste. Über knusprige Eichhornhörnchen bissen. Bunsenbrenner. Oh, ich habe oh, hier ist aber einiges drin. Standardverschluss habe ich jetzt als Bauplan gekriegt, weil ich so viel verwertet habe. Also irgendeinen Verschluss kann ich jetzt machen. Okay. Kann man noch einen Schritt höher, okay. Ich komme hier, glaube ich, jetzt nicht wieder runter. Hallo. Das hat mich gebeten zu erzählen, nehmen. Wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es Hilfe. Tut mir leid für alles. Ich bin auf dem Dach und komme nicht wieder runter. Ja, du kannst hier durch, gezielt auf die Balustrade springen. Nicht alles ganz runter, wissen. Nur. Aua. Einfach böse. Ich war ganz oben auf dem Dach. Ja, ich auch. Achso. Muss ich das jetzt auch noch beenden? Ich glaube, wenn das bei dir noch angezeigt wird, ja. Nutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser aufzukochen. Okay. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Und ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und Alter, hör auf zu sabbeln, Typ, ey. Mir alles leid tut. Mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. So. Wenn die Bomben fielen, hat sich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. Ich muss mich mal eben kurz wieder heilen. Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und, Daddy, falls du das hörst, ich verspreche, dass ich kein böser Junge mehr sein werde. Also, kannst du bitte... Oh, ich bin Stufe 4, hey! Okay. Echt? Mhm. Okay. Bis dann. Ich muss mich jetzt bei irgendwann jemand anders melden, um... Ich bin jetzt erst Hälfte Stufe 3. Vielleicht weil du die Quest abschließt, kriegst du denn da mehr? Nee, eigentlich kriegen wir ja das gleiche. Aber warum bist du denn jetzt schon... Ja, ich hab ja auch aktiviert, dass ich mehr EP krieg. Ach ja. Und... Ja. Die Geschichte. Und so weiter. Oh, hier sammeln sich aber einige Leute jetzt, ne? Also das Ganze, ja. Das Ganze hier im Diner, das scheint quasi die... sammelt euch hier und ich bringe euch erstmal das Spiel bei. Hört sich jedenfalls so an oder sieht so aus. Mhm. Kann ich noch was kochen? Aufseher-Logbuch. Flat. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich...
Okay, such nach Derwart Winters in seinem Zuhause. Okay. Oder wollen wir erstmal die Vorräte holen? Ich glaube, die sind hier in der Nähe, das wäre vielleicht sinnvoller, oder? Also die Vorräte, die sind, da müssen wir hinten in... Da müssen wir über die Brücke rüber und dann in das Gebäude rein, so wie das aussah. Ja, dann machen wir das doch mal. Ist doch nicht so weit weg, bevor wir jetzt hier wieder weggeleitet werden, irgendwie durch eine andere Gabe. Genau. Müssen wir da hinten in das blaue Ding, in das blaue Gebäude rein. Oh, hier ist ein... Ja, hier sind mehrere. Hier, das Ding muss auch rein. Ich glaube, ich futter nochmal vorher einen Happen. Was? Ich futter nochmal einen Heilappen. Heilappen? Heilappen, uha. So, ich gehe rein. Ich bin schon drinne. Das ist gut. Ich höre schon Schüsse. Okay, alles klar, du bist schon voll dabei. Ja, gerade erst angefangen. Ich hoffe, man muss das nachher in der Vollversion tatsächlich nicht nochmal wieder alles machen. Und wenn, jetzt müssen wir uns, können wir ja quasi direkt laufen. Also. Genau. Puh, ah, hier ist noch einer. Hier geht's runter. Gibt's hier was Tolles? Wie groß die Anwesen hier sind, ey. Ja. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Also wir müssen noch, wo ist das, oben? Ich glaube oben und dann ein paar Räume weiter, da ist auch noch irgendwas. Achso, das sind wahrscheinlich die Vorräte, die wir einsammeln müssen. Ja. Gehen wir nach oben. Oben kommen wir wieder raus. Ja, da kommen wir wieder nach draußen. Okay. Ah, hier ist noch einer. Oh, daneben geschossen. Hier ist auch ein Terminal, ne? Sicher? Sicher? Ja. Oder? Oh, okay. Viel zu lesen, mache ich jetzt nicht. Mal gucken, ob man noch was Interessantes zu finden ist. Manchmal kriegt man durch diese Terminals irgendwie Sicherheitscode für einen versteckten Safe oder sowas. Ah, okay. Nach dem Motto, speichern Sie Ihre Daten bitte nicht auf dem PC. Ja. Und ich mache es trotzdem. Ich habe einen Blumentopf gefunden. Yay, okay. Aber irgendwo, müssen wir jetzt raus oder warum wird das da immer noch angezeigt? Das komische. Naja, sagt wir immer noch, sammel die abgeworfenen Vorräte ein. Ja, alles gut, wir müssen wieder raus. Er zeigt uns jetzt zwei Ausgänge an, quasi. Ah, okay. Einmal hinten und einmal vorne. Ich komprende. Ich gehe wieder raus. Tito. Ich gehe vorne raus. Okay. Du nimmst den Gegner noch. Ja. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich bin im Gewächshaus. Ja, ich bin im Gewächshaus.
Ich fühle mich wie bei Resident Evil. Ich bin im Gewächshaus. Und hier ist natürlich wieder ein Safe, der gesperrt ist und ich darf ihn nicht knacken. Toll, du bist hinten raus. Ich bin vorne raus, glaube ich. Ja, du bist vorne. Hast du gerade gesagt, dass du vorne raus bist? Ja, ja. Ich bin aber noch im Ladebildschirm. Ach so. Jetzt. Ja, hallo. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. Okay, und ach, das sind die abgeworfenen, die so dampfen, das sind die abgeworfenen Vorräte. Alles klar. Hast du deine Sachen abgeschmissen? Nee, eigentlich nicht. Das ist nicht von mir. So, jetzt holt ihr die Einträge und Tagebuch des Aufsehers an. Okay. Aufseher-Logbuch, Flatwoods. Alter, leckt das hier. Mein Gott. Aufseher, nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch. Nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Voltec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch, dieses eine Jahr, beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen, kreuz und quer. Mama und Kronkorken. Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall eins haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht. Alter, hier, ich habe gerade von meinem Levelaufstieg so ein Level-Päckchen aufgemacht. Da ist jede Menge Zeug drin. Aha. Bist du auch schon wieder. Bist du Level 4 jetzt? Nee, noch nicht. Achso, okay. Leider noch nicht. Ich glaube, ich nehme mal den eisernen Magen. Bleimagen, nö. Kann auch nicht aufsteigen. Achso, das ist noch. Achso, das ist erst Stufe 5, alles klar. Sehe ich das irgendwo, wie viel EP ich noch brauche? Nö. Doch, da. TP ist EP wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, TP ist Trefferpunkte, also deine Gesundheit. Hm. I don't know. Und Levelausstieg müsstest du. Wo sieht man das? Bestimmt doch bei Daten oder so mit. Unter Daten? Nee, doch nicht. Also drin war noch ein Kronkorken. Oben. Oder unten. Irgendwo habe ich den. Und hier auf dem Stab, das ist noch ein Werkzeugkoffer. Ja, ich suche. Gerade selber so ein bisschen hier, aber so düster bei mir gerade hier. Ja, bei mir ist auch sehr düster gewesen, ja. Das wird gerade wieder hell. Alles klar, was machen wir jetzt? Suche den in seinem Zuhause. Oder für den nächsten Tagebucheintrag. Suche den Sack zu Hause? Fah. Besuche Delbert Winters in seinem Zuhause. Ach so. Steht da. So, und Delbert Winters ist entweder, da müssen wir wieder andere Flussseite, oder für den nächsten Tagebucheintrag in Sutton oder Sutton, dann müssen wir ein ganzes Stück laufen. Also, höre dir den ersten Eintrag des Tagebuchs der Aufseherin an, haben wir das schon? Nee, das hast du noch nicht, da musst du in dein Holo, in dein, zu deinen Daten. Gegenständen und dort unter Holos und da ist dann Tagebuch der Aufseherin Eintrag 1. Das musst du dir anhören. Logbuch Flatwoods. Mein Gott, hier ist niemand.
niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Da, jetzt hab ich's auch verstanden. Noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Muss ich mir das ganz anhören? Oh. Ja, lass einfach laufen. Ah, ich habe die zweite schon gestartet. Okay. Ich hatte dann noch ein Logbuch und noch ein Holo, was ich abspielen sollte. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Vault-Training erinnern. Zuerst überleben. Ich lege Ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist. Drück mal Q. Und guck mal die Richtung, drück mal Q. Jemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Ja, das ist das FAST-System. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Das hilft dir quasi beim Zielen. Alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Wir sind ja völlig falsch. Ich weiß nicht, bin ja einfach hinterher gelaufen. Ach so, okay. Wir müssen in die andere Richtung. Du mir wahrscheinlich auch, ne? Nicht den Spieler anschießen. Nee, hatte ich nicht vor. Ich habe ihn nur gerettet. Da schießen sie schon mit Lasern. Okay. So, warte mal kurz. Levelaufstieg, das kann doch nicht umgehen. Ich glaube, ich muss das gleich auch mal mit dem doppelten EP machen. Oh, da rum ist eine Brücke. War die da vorhin auch schon? Welche Brücke meinst du? Über dir, oben. Links, da. Ach so. Eine holographische Brücke. Nee, tatsächlich war die da noch nicht vorhin. Aber die ist nicht fotografisch, glaube ich. Oh, guck mal, da läuft ein wildes Händler-Muku. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann es nicht abschießen. Da hat jemand den Händler erschossen. Irgendwo. ein wilder Ghoul da hinten. Seife. Hey, das ist Seife. Auch etwas, was ich von dem auf jeden Fall erwartet habe. Aber hier müssen wir hin. Als Loot bekommt. Hier müssen wir hin. Ja? Ja, zu dem Typen ins Haus. Und hier reinkommen. Weil ich. Weil ich nicht den Haupteingang benutze und wieder unkonventionell durch das Fenster will. Umständlich durchs Fenster meinst du also? Als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn, bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende.
Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Hä, ich muss es immer noch benutzen. Ja, aber ich. Fragte, wie? Achso, sorry. Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen. Alter, der Typ geht mir gerade so auf den Keks mit seinem Holo-Eintrag da. Und ich war dankbar für diesen. Was ein Teil des Spieles und so. Ja, aber. Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit. Die Story ist so lang gezogen. Ach, überhaupt nicht. Opossum? Wo war denn jetzt hier ein Opossum? Ja, ich hab's gerade getötet. Ach, dann hat das wegen bei dir und so angezeigt. Alles klar. Ja, jetzt setzt er sich vor mir in den Kochtopf, wie immer, du. Das ist, zum Essen da geht, ist ein zweiter. Ist der Bäcker ganz schnell, du. Da ist ein zweiter. Na, aber er zeigt doch nur an, ich soll an den gehen und nicht an den zweiten. Außerdem kann ich nichts herstellen. Ich bin immer noch nicht aufgestiegen, also ehrlich, du. Ganz schlimm. Ja. So, Schrott verwerten. Ach ne, das war verbessert. Ich will erstmal Schrott, ich will jetzt zurück. Ist das hier drin? Ja. Registrierungskiosk. Das Ding weg. Das Ding weg. Wundert sich auch nicht. Ich habe ein Partyhut aufgesammelt schon wieder irgendwo, ich weiß nicht wo. Yeah, Stufe 4. Yay! Und ich habe immer noch die Stufe 5, verdammt. Ich möchte erstmal herstellen. Da ist nichts Neues dazugekommen. Dann möchte ich jetzt gerne modifizieren. Was möchte ich reparieren? Kommt ein altes Ei zur Ermittlung an einen Tatort und sagt, irgendwas ist hier faul. Achso, aus dem, aus dem Kaugummi-Dings gekriegt. Ja. Ne? Mhm. Ja. Lustig. So, wo finde ich jetzt die Karten? Also jetzt muss ich erstmal sagen, was ich jetzt... Neu. Nein. Was? Oh. So. Falsche Taste. Deine Geschwindigkeit beim Sprinten wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole aus... Mensch. Ja, wann sprintet man schon mal, ne? Mit einer Pistole. Also das mit dem EP war wahrscheinlich bei dir auch eine Karte, die du bekommen hast, ne? Ja. Nee, ja. Die EP habe ich
Die war bei... Glück, wo war die denn jetzt mit bei? Verdammt, warte, ich kann ja gucken. Bei Luck? Nee, bei... Bei... Inspiriert, bei Charisma. Ist die. Und dann, ach da, inspiriert. In einem Team erhält sie 5% mehr EP. Ja, dann nehmen wir das auch mal. Annehmen. Wo konnte ich denn... Ich könnte doch hier auch irgendwo Rüstung herstellen, oder? Achso. Ich bin Hallo, mal ganz kurz AFK, bin der wieder da. Okay. Ich bin Sophie. Kurze PP. Und hier kommt die unglaubliche okay. Geschichte, die ich überlebte. Wie ging dieser Scheiß nochmal los? Ach ja, richtig. Bevor die Bomben fielen, war ich Bibliothekarin. Und jetzt habe ich ja jede Menge Zeit zum Lesen. Super, oder? Was für ein Glück. Nein, Moment. Vielleicht gehörte ich zu diesen Farmern, die sich jahrelang auf den Weltuntergang vorbereitet haben. Als Teil einer Sekte. Genau, so war es. Nein, nein. Jetzt hab ich's. Ich war ein süßes kleines Mädchen, das sich im Super-Duper-Mart monatelang von Katzenfutter ernährte, während gleich daneben seine Eltern verwesten. Niemand kam. Keiner. Ich lernte klarzukommen. Das solltet ihr auch. Die Responder sind ein Witz. So etwas wie Hilfe gibt es nicht mehr. Also reißt euch zusammen. Wer kein kompletter Vollidiot ist, der verschwindet aus diesem Loch, bevor die Responder euch das Leben kosten. Lasst die Kranken zurück. Die sind besser dran. Wer lieber jammert, der sollte hierbleiben und so tun, als ob Rettung kommt. Aber jeder, der noch einen Funken Verstand hat, sollte in die Berge verschwinden und neu anfangen. Delbert hat schon versucht, mich aufzuhalten. Tut mir echt leid, dass niemand mehr da sein wird, der euch beibringen kann, wie man Scheiße frisst. Macht's gut, ihr Trottel. Hab euch ganz doll lieb, Sophie. Das war das netteste Holotape, was ich je gehört habe.